Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Gemüse sauer einlege. Dieses Gemüse schmeckt sehr gut auf Brot. Als erstes habe ich hier eine Zucchini, die der Länge nach halbiert wird. Bei großen Zucchini kratze ich gerne die Kerne heraus. Dann wird die Zucchini in Stücke geschnitten und falls sie gegen Ende zu groß sind, wird dieser Teil nochmals halbiert. Die Stücke werden in eine Schüssel gegeben. Des Weiteren habe ich eine Aubergine, die ich ebenfalls halbiere und bei der ich ebenfalls die Kerne herauskratze. Auch sie wird in Stücke von vielleicht 4 mm Breite geschnitten und zu den Zucchini-Stückchen gegeben. Darüber streue ich nun vielleicht einen Esslöffel Salz und verteile es im Gemüse. Das Salz zieht Flüssigkeit aus dem Gemüse. Ich lasse es ungefähr eine halbe Stunde stehen. Jetzt benötige ich noch Paprika, die von der Schale befreit ist. Das kann man auf verschiedene Arten machen. Entweder man legt beim Grill noch Paprika mit auf den Rost, bis sie außen schwarz ist und die Haut Blasen wirft. Man kann sie auch halbieren und im Backofen übergrillen. Oder man flambiert die Haut mit einem Bunsenbrenner, was ich hier zeige. Egal wie man vorgeht, die Paprika lässt man zugedeckt auskühlen und dann lässt sich die Haut leicht abziehen. Bei der Bunsenbrennermethode schabe ich die verkohlte Haut mit dem Messer ab, spüle sie anschließend unter dem Wasserhahn ab, bevor ich die Paprika klein schneide. Nun bereite ich meine Würzmarinade zu. Drei Knoblauchzehen werden mit dem Messerrücken zerquetscht, klein gehackt und in eine Schüssel gegeben. Dazu kommen vielleicht 4 Esslöffel Olivenöl, sowie ein Teelöffel Oregano, Sriracha-Soße, Pfeffer aus der Mühle, Paprika oder Piment d'Espelette. Zum Abschluss gebe ich noch etwas Rapsöl in die Mischung sowie 2 Esslöffel klein gehackte Petersilie. Alles wird durchgerührt und zur Seite gestellt. Zur Zubereitung des Essigsudes gebe ich in einen Topf eine halbe Tasse Essig sowie eine Tasse Wasser. Zur Klarstellung, ich benutze hier halbe Tassen als Maßeinheit. Der Sud wird schon mal aufs Feuer gesetzt. Das Gemüse hat nun lange genug im Salz gelegen. Hier sieht man das vom Salz angesogene Wasser. Die Salzlösung wird mit Wasser gründlich abgewaschen und anschließend in den Essigsud gegeben. Alles wird zum Kochen gebracht. Mit Deckel geht es schneller. Zwischendurch wird das Gemüse einmal kurz durchgerührt, damit sich die Wärme gleichmäßiger verteilen kann. Sobald der Inhalt zu kochen anfängt, wird die Hitze reduziert und ungefähr 5 Minuten simmern gelassen. Der Essig verhindert, dass das Gemüse zerfällt. In der letzten Minute der Garzeit habe ich noch die kleingeschnittene Paprika dazugegeben. Sie war zum einen nicht sehr weich und ich wollte zum anderen auch, dass sie noch einmal richtig mitkocht, damit sie haltbarer wird. Das Gemüse ist nun fertig gekocht und wird abgegossen, wobei ich den Essigsud auffange. Es könnte sein, dass ich später noch etwas davon benötige. Man kann das Gemüse nun auch mal probieren. Das Gemüse wird in eine Schüssel gegeben und mit der Marinade übergossen. Anschließend gebe ich auch noch die Paprika, die ich auf dem Grill zubereitet hatte, dazu. Alles wird untergemengt und abgeschmeckt. Für meinen Geschmack war genug Essig am Gemüse, so dass ich vom Essigsud nichts mehr benötigt habe. Ich war mir jedoch nicht sicher, ob etwas Salz fehlt, weswegen ich eine Gabel voll nachgesalzen und nochmal probiert habe. Und damit war es besser. Nun lasse ich das Gemüse auskühlen und während dieser Zeit kann es durchziehen. Es sollte mindestens 4 Stunden stehen bleiben. Aber es hat auch jetzt schon sehr gut geschmeckt. Nun fülle ich es in einen gut verschließbaren Behälter und drücke es fest zusammen. Obenauf gebe ich noch etwas Öl, damit es einigermaßen luftdicht abschließt. Wer möchte, kann das Gemüse natürlich noch heiß in kleinere Gläser geben und diese mit Twist-off-Deckeln verschließen. Das habe ich aber noch nie gemacht, da es immer sehr schnell aufgegessen ist. Und so sieht das Gemüse im Sonnenschein aus.
Wer sich nun fragt, wie es gegessen werden soll, dem zeige ich, wie wir es sehr oft essen. In eine heiße Pfanne habe ich etwas Olivenöl gegeben und zwei Scheiben Weißbrot darin angebraten, bis es von beiden Seiten schön knusprig ist. In der Zeit schäle ich eine Knoblauchzehe, die ich über das krosse Brot reibe. Darauf kommt nun das eingelegte Gemüse. Auf das restliche Gemüse im Glas gebe ich immer eine dicke Schicht Öl. Es sollte selbstverständlich im Kühlschrank aufbewahrt werden, dort hält es sich gute 3 Wochen. Die Brote habe ich klein geschnitten und sie waren im Nu verputzt. Das Gemüse ist sauer und würzig, es schmeckt nach Knoblauch und Oregano und all den anderen Gewürzen. Es ist eine wunderbare Art und Weise, seine Brote interessanter zu gestalten. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung und wie immer guten Appetit!